Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute, meine lieben Freunde, das große Grand Royal Finale, das letzte Mal Trios für uns überhaupt. In der neuen Season wird es Duos geben, wird es einen neuen Chapter geben, wird es eine neue Season geben, das wissen wir alles noch gar nicht. Ich bin super gespannt drauf, im Dezember wird es ja das neue Format geben. Das große Grand Royal Finale, das letzte Mal Trios für uns alle. Ja, ich bin saugespannt. Die Standings von gestern haben ja schon einiges ausgesagt. Die zeige ich euch gleich und welche Leute mit dabei sind. Es geht um dieses Preisgeld hier. Erster Platz nimmt 600.000 Dollar mit plus die epische Hacke. 450.000 Dollar für den zweiten. Dritter Platz nimmt 270.000 mit. Das heißt, allein schon die Top 3 verdient mehr oder fast gleich viel wie der FNCS-Winner von dieser Season. Also das ist schon unglaublich crazy. Und allein schon, dass du daran teilgenommen hast heute, 9.300 Dollar. Das ist einfach crazy. Das ist einfach komplett crazy. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Ich zeige euch mal einmal ganz kurz, welche Spieler mit dabei sind und wie die Bestenliste von gestern aussah. Ihr dürft euch von einer Sache nicht verwirren lassen. Gestern das Punktesystem. 30 Punkte pro Win, 2 Punkte pro Eliminierung. Heute aber, und jetzt wird's interessant, selbst wenn du letzter Platz bist, aber dann 2 gute Runden hast, mit 2 Win, 2x Win, 10 Kills, da bist du erster Platz. Denn heute das Punktesystem, 60 Punkte pro Win, 4 Punkte pro Eliminierung. Das heißt, heute wird nochmal das Ruder komplett rumgedreht. Aber wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ananas auf der 1, die Polen auf der 2, Tayson auf der 3, Kami der Pole auf der 4, Matsui auf der 5, Noah Vedalianis auf der 6 und so weiter und so fort. Wir haben Karma und Joey auf der, Karma, Kylie, Joey auf der 9, das ist sehr, sehr krass. Benji auf der 11, der ist ja jede Runde contested. Guckt euch das an, 3x Early Dead. 3x ins Late Game gekommen. Mal schauen, wie sie heute rasieren werden. Und jetzt schaut euch das an. Stompy auf der 22 mit einem Last-Minute-Trio und Reason auf der 27. Reason hat mir eine Sparnachricht vorhin geschickt, dass bei ihm das Internet wieder funktioniert. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die hier heute performen werden, weil die müssen jetzt tatsächlich mal so 1, 2, 3 Siege rausholen. Oh, macht er gut, die sind Second High Ground. Ich glaube, die werden diese Runde High Ground spielen wollen. Wer ist denn da gerade auf Hyde? Das würde mich mal interessieren. Mal kurz rüber zu Noah. Noah ist jetzt auch bei seinen Teammates. Die haben insgesamt, oh, gute Mats, Chat. Sehr gute Mats. Die sind aber nur 80 Schaden über Storm Surge, obwohl sie das ganze Trio von Gambit Fuß geholt haben. Daumen sind gedrückt für die Deutschsprachigen. Ja, das ist ein mega geiles Event. Und wir sehen Tayson auf dem Highground, Chat. Und Tayson war mal auf dem Highground und damit wurde er geschittet. Und da ist der Highground Retake hier von Noah, Yannis und Vidil. Oh nein. Was ist denn hier passiert? Was ist denn da passiert? Ist das etwa Mr. Savage? Wer war das? Wer hat denn da Noah gerade geholt? Das war Thomas! Thomas alleine alive und er macht so ein Damage! Sie müssen sie im Lowground fighten lassen, Chat. Einfach sprayen und das ist es! Und jetzt fighten sie im Lowground! Teak down, Savage down! Nee, never mind. Das komplette Trio von... Oh mein Gott. Ey, Kami ist einfach so krass. Kami der Pole ist einfach zu crazy, Chat. Du kannst dagegen nichts sagen. Kami der Pole gewinnt das Ding. Ja. Guck mal, jetzt haben sie 5 weitere Splashies. Kami der Pole gewinnt das Ding, Chat. Und nicht nur irgendwie, sondern mit 10 Kills. Und das ist doch einfach nur crazy. Ey, Vidal und Noah wurden so gegrieft. Thomas holt sich einfach Noah aus dem Highground. Das heißt, sie sind nur noch zu zweit. Dann haben sie keine Mets mehr im Late Game. Und Kami der Pole swiped erstmal Mr. Savage Team. Und dann swipen sie Noahs Team. Und damit verdienterweise die allererste Runde gewonnen von heute. Dickes, fettes Easy im Chat. Fast Rookie mit den Tarps jetzt. Sie machen die eine Seite nicht zu. Jetzt machen sie sie doch zu. So, und jetzt werden sie gesprayt. Beide müssen das Mat gepoppen. Oh, das... Ich weiß nicht, ob das smart war von Aqua. Schafft er nicht. Wenn es hier einmal laggt, ist er dead. Ich hab's euch gesagt, laggt es einmal, ist er dead. Es hat einmal gelaggt, er ist dead. So, wir gucken direkt weiter, Chat. Noah Rayleigh ist noch alive. Oben auf High, Tayson, Chapix, Hen. Die Jungs sind auch on fire. Und sie gehen rein in die Box. Ach du Scheiße, Default jetzt komplett unter Bedrängnis. Und sie gehen rein und das ist der Twitch Prime. Wichtig. Wichtiger Finish jetzt hier für die Jungs. Link dead. Top 5 immer noch, Chat. Top 5 immer noch. Immer noch keine Mats. Chapix so ekelhaft.
Chapix ekelhaft. Ah! Und das war's? Das war's. Chat, das war's. Vidal dritter Platz gemacht und Hen, Chapix und Taysen. Die holen sich den ersten Platz. Das heißt, Taysen, Chapix und Hen schon 2 Siege insgesamt geholt. Vidal schon 2-mal Zweiter geworden, aber auch schon 1-mal einen Sieg geholt. Ey, unsere Top-Trios-Chat, die sind ja gerade komplett am Rasieren. Ich will mal einmal zurückspulen und gucken, ob da irgendein Trio war, was outstanding war. Ah, stimmt, Adilex wurde Zweiter. Stimmt. Die wurden Dritter, die Jungs. Er hatte das Pad an Jannis gedroppt. Oh, Hilfe. Ja, okay, das ist halt... Ja, das ist halt auch krass. Das ist halt auch krass. Lucia, Safik, zweiter Platz. Forza wurde, glaube ich, sogar dritter, Chat. Top 7 Situation für die Boys. Oh, wichtiger Kill. Und sie gehen alle auf den gleichen Layer. Nein, nicht runterfallen. Ohohoho. Nervig. Was? Was? No Rally! Halt dein Maul. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Chat! Was zur Hölle? No Rayleigh! 8 Kills! Late Game! Er ist der beste Spieler! Er ist der beste Spieler! Ich muss mir das nochmal anschauen. Was ist hier bitte passiert? Er nimmt alleine das High Ground von einem kompletten Trio? Oh mein Gott, Digga! Das ist der beste Skin ever! Guck mal, das hat's schon ausgemacht. Diese minus 120. Guck mal, da holt er sich den Kill auf Shady Chat. Und das war der Refresh, den er gebraucht hat. Das war der Refresh, der ihm das secured hat, dass er auf High Ground gehen kann. Und jetzt guckt euch das an. Ein komplettes Trio auf High. Er weiß, seine Mates sind schon down. Jetzt one-pompt er ihn. Und 90er Hit direkt hinterher. Blockt den Gegner ab, der hat keine Mats. Perfekt. Das ist einfach nur perfekt. Wave Reaction machen wir gleich. Ey, ich habe noch nie so einen strongen Clutch gegeben. Guck mal, zack, One Pump. Jetzt denkt er hier, bam, nimmt er sich nochmal den Kill mit und dann geht er auf den letzten rauf. Und Elektro-Dutz ist so am Weglaufen, Chat. Elektro-Dutz hat so Angst gehabt. Und er ist einfach dead. Es ist so krass. Das ist so krass. Das in einem Final anzustellen, Chat. Mit 12 Kills einen Win rauszuholen. Ganz alleine. Crazy. Komplett Gänsehaut. Komplett Gänsehaut. Was? Warte, ich will's nochmal hören. Nice. Was? Alter, da merkt man, das ist komplett aus dem Herzen heraus, Chat. Nein! Let's fucking go! Let's fucking go! Fucking go, Digga! Let's fucking go! Oh mein Gott, Digga. Holy shit! Alter, wie geil. Wie sieht es da denn jetzt aus? Erster Platz. Das allererste Mal, das könnte das allererste Mal sein, dass ein großes Finale von Noah und Vidal gewonnen werden. Das könnte es sein. Jannis hat schon 2 Titel. Jannis wurde schon 2-mal FNCS-Champ. Der 2-Time. Aber können es Vidal und Noah jetzt auch noch schaffen, Chat? Holy Sü. Und es geht ein raues Sü durch die Menge, Chat. Consistent as fuck jetzt in den letzten Runden. Taysen gerade eben, nur 11. Platz. Teak gerade eben, nur 9. Platz. Schlechtestes Placement bis jetzt aus den Top 10. Ananas, gut weit gekommen, ja. Top 4, 6 Kills. Und Karma immer noch unter den Top 9. Mr. Savage, Top 11. KPI-Jungs auf der 12. Stompy jetzt hier auf der 14, Chat. Stompy auch mal. Stark, dickes, fettes GG. Und natürlich das Unlucky-Trio hier. Oh. Alter, Chat, das ist mal wieder hier alles viel zu aufregend. Seti, Kami, der Pole, alle 3 noch alive. Reason, Aqua und Fast Rookie, das allererste Mal auf Highground. Das allererste Mal sind sie im Late Game, das allererste Mal sind sie auf Highground. Und ich glaube, das ist es. Aqua auf Hide mit der Scar, mit den Floppern, Minis und Medkit. Wir müssen belieben, Chat. Ihr müsst ihn anmachen für mich. Ihr müsst ihn anmachen, Crow, geht down. Taysen muss noch down gehen.
Es sind nur noch 7 Leute live. Es sind so viele Duos und Solos-Chat. Top 6 Situation. Tayson ist down, Clement geht down und damit ist nur noch High-Gig-Spieler. Und das ist der letzte Doxy Yachi. Pablo Vingo! Pablo Vingo, Chat! Und das ist das nächste Mal! Das ist das nächste Mal, wo ein Top-Trio eine Runde gewinnt. Mit 9 Kills. 96 Punkte, Chat. Das ist viel zu spannend, ja. Das ist viel zu spannend. Guck mal hier, Queasy. Bam! Kriegt einen 35er. Oh, er ist One-Shot. Queasy One-Shot im Lowground. Und sie haben ihn! Er hat die Chilis vergessen. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott, Giannis. Giannis! Oh mein Gott, Norayli ist so gut aussehen, Chat. Was? Ich glaube, Giannis war nervös. Er hat die Pam nicht mitgenommen, er hat die Chilis nicht mitgenommen, er hat nichts mitgenommen. Chat, er geht gerade übel ab. Alter, Norayli macht das alleine, Chat. Norayli macht das alleine und Stompy direkt neben ihn. Jetzt werden die Daumen gedrückt. Nein! Top 9! Top 9 noch das Beste rausgeholt! Und wir gehen... Wir gehen mal auf Aqua. Aqua, letzter Überlebender, Chat. Er hat noch 102 HP. Machen wir 87 HP draus. Kaum Mats, er kann sich eine Box bauen. 7 Kills. Oh mein Gott, er kriegt das Medkit nicht durch. Ah, Double Added Choke. Und das ist... Das ist es nicht. Das ist es nicht. Kami, der Pole, jetzt hier auf dem Lowground. Letzter Überlebender, Setti. Und die letzte Runde muss entschieden werden von dem Team von Vidal. Wenn Tayson dieses Turnier gewinnen würde, Chat, dann wäre er der vierfache FNCS-Champ. Grand Royal ist irgendwo auch FNCS. Top 2 Situation, 3 gegen 3 Situation jetzt hier für die Boys. Es ist Clement versus Hen. Oh mein Gott, er fällt runter. Clement down. Clement down, Tayson weak. Und damit ist es nur noch einer, Chat. Damit ist es nur noch einer und das war Despacitos. Und sie holen sich den Win mit 11 Kills. Das sind 60 Punkte Abstand, Chat. 60 Punkte ist genau ein Sieg, ohne Kills. Aber dann ist da noch Kami der Pole. Dann ist da noch Thomas. Aber die Top 4 ist, glaube ich, schon entschieden. Jetzt ist die Frage, die sich stellt. Entweder nimmt sich das Team von Noah an Consuetti und alles ist fein. Sie rotieren, machen ihr Late Game, machen ihr Ding. Oder, weil Top 4 sind sie so oder so. Ich denke mal, Top 4 sind sie so oder so. Oder sie machen den Early Contest und nimm anstelle von 180.000 zum Beispiel mit, auf den zu landen und potenziell 600k zu machen. Die haben halt 2 goldene Spaße, sie dürfen sowas gar nicht verlieren. Sie resen ihn halt. Noah's dead. Was? Vidal wird gelasert? Och nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben nicht mal einen Punkt gemacht, Chat. Doch, sie haben 4 Punkte gemacht. Und das war's. Ist trotzdem viel Geld. Ja, logisch, aber die Jungs wollen ja auch spielerischen Erfolg haben. Und ja, Top 4 ist ein Erfolg. Aber in deren Köpfen gibt es nur den Sieg, Chat. Da gibt es nur den Sieg, weil der Sieg ist halt so close. Wenn jetzt irgendwie Tayson und alle anderen übelst viele Punkte voraus hätten, dann wären sie, glaube ich, viel satisfieder. Aber so, es war halt so close. Bleib ein bisschen kurz auf Aqua drauf. Ich will nämlich sehen, was sie noch machen können. Die sind gerade unter den Top 10. Sie müssen Klatsch gehen. Ananas komplett auf den Highground. Ich hab's euch gesagt, die werden die Runde gewinnen. Weil sie einfach Highground halten können. Sie werden nicht einmal gesprayed. Sie haben 12 Splashies, goldene Spaß, Charge, Blaupump, 3 Jump Pads. Sie haben alles. Das ist deren Runde. Und wenn sie jetzt auch noch viele Kills machen, dann sind sie durch. Das ist halt RNG. Das ist RNG. Aqua 67 HP. Dead. Top 15. Schade. Tayson dead. Tayson dead. Alter, ist das unbelohnt aber auch gerade. Jeder wird weggelasert aus dem Highground. Oh mein Gott, Hen schafft es noch nicht mal hoch. Können es Chapix, Hen und Tayson schafft. Sie werden gegrieft. Sie werden gegrieft, Chat. Sie werden gegrieft. Und das ist das, wovon ich gesprochen habe, Chat. Queasy, Ananas und Thomas, die gewinnen die Runde. Die haben von vornherein Highground. Die haben von vornherein unendlich Splashes. Die haben von vornherein alles. Und sie müssen jetzt auf die Kills gehen, Chat. Sie müssen jetzt unbedingt W keyen. Und guckt es euch an, sie wollen rein. Sie wollen rein. Die haben es eigentlich. Oh mein Gott, sie holen sich noch einen Kill. 516 Punkte, Chat. Es geht jetzt gerade darum, überholen sie Vidal, ja oder nein. Und so wie es aussieht, haben sie ihn wiederholt. Top 3 Situation. Sie müssen sich alle Kills holen. Dann haben sie sogar noch eine Chance auf den zweiten Platz.
ist ja Madkid und Splasher noch. Top 3 Situation. Ein Solo, zwei Duos. Oh mein Gott, was war das für ein Hit? Oh Gott! Und jetzt ist es ein Trio. Das ist jetzt das Trio-Fight, Chat. Das ist jetzt ein Trio-Fight gegen Sarfik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Thomas HD, Quisi und Ananas. Thomas ist der beste Spieler der Welt. Das kannst du dir nicht geben. Das kannst du dir nicht geben, Chat. Thomas geht klatsch. Er holt sich den, der das Madkid durchgebombt hat. Er hat alle geholt. Was ist das denn für ein Dude? Thomas ist einfach krass. Thomas, also ganz ehrlich, Thomas ist einfach unglaublich. Der erste Platz, und das sollte eigentlich wahrscheinlich Taysen sein, nimmt $600.000 mit, plus die neue epische Hacke. Der zweite Platz nimmt $450.000 mit, dritter Platz 270.000 und der vierte 180.000, fünfte 120.000 und so weiter und so fort. Allein schon nur, dass du qualt bist, 9.300. Und wenn Taysen jetzt gewonnen hat, ist er der vierfache FNCS-Champ aus unserem Raum. Er ist der vierfache FNCS-Champ. Taysen, Chapix und Hen auf der Nummer der Uno-Chat. Und damit ist es natürlich ein dickes, fettes Easy für die Boys. Unglaublich stark, unglaublich strong. Kami, Setti und Teak, die haben es auch mal wieder bewiesen, Chat. Sie haben es mal wieder bewiesen. Sie wurden unser FNCS-Winner dieses Mal. Und diesmal wurden sie auch noch Zweiter und nehmen sich auch noch mehr Preisgeld mit als letztes Mal. Nämlich $450.000. Und dann kommt Ananas, Thomas und Quisi. Letzte Runde kriegen sie die Zone gegiftet, sind übelst klatsch gegangen. Erster Platz mit, ich glaube, 14 Kills. Das sind 116 Punkte, die sie in einer einzigen Runde erspielt haben, Chat. Das ist komplett krank, guckt euch das an. Dann Yannis auf der 4 mit Noah und Vidal. Die nehmen $180.000 mit. Die können unglaublich stolz auf sich sein. Ich hoffe, das sind sie auch. Letzte Runde an Lucky Dead. Beide eine goldene Spaß. Sarfik auf der 5. Fury auf der 6, das heißt zwei Russen-Trios hintereinander. Dann haben wir die Spanier. Ja, die haben hier auch nochmal reingeklatscht. Top 3 mit 13 Kills. Dann die weiteren Polen mit Melody. Scram auf der 9. Und Stompy hat es noch unter die Top 10 geschafft. Wir gucken mal kurz rein, was das bedeutet. Das sind $44.400, Chat. Das ist sehr, 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 sehr geil. Stompy ist 10. E2K ist 13. Und Aqua ist 14. Und Mr. Savage ist 15. mit Benji und Andretta. Wow. Kylie auf der 16. Dickes, fettes GG an ihn. Last Minute Trio. Naps auf der 25. Saevit auf der 23. Gestern waren sie noch Top 5. Gambit Fuß 29. Und letzter Platz ist Laxus, Bad Sniper und Force. Krass. Ey, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Vergesst den Creator-Code auch mal nicht. Und wie gesagt, festhalten. 26. November, AMA-Drop. Am Black Friday um 20 Uhr und am 4. Dezember Teammates, unsere Show gegen Eli Geller und Sydney mit Trimax und mir um 18 Uhr der Start am 4. Dezember. Und neue Season dann am 5. Schaltet hier gerne ein, würde ich mich auch sehr drüber freuen.